Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jasmin und ich investiere mein Geld seit ca. 9 Monaten an der Börse. Ja, zuerst möchte ich mich mal bei all meinen Abonnenten bedanken. Wir sind jetzt über 400. Ich habe es ja gestern schon einmal kurz gesagt, aber jetzt haben wir tatsächlich die 400 erreicht und sind auch, ich meine gerade 412 Abonnenten oder so. Also wirklich danke an jeden Einzelnen, das motiviert mich natürlich. Und freut mich zugleich. Und ja, aber machen wir erstmal weiter hier mit meinem Depot. Heute waren einige Verkäufe und Käufe auf dem Plan. Und ja, grundsätzlich habe ich heute, also wie gesagt, es pendelt jetzt gerade so um 0 etwa. Es ist hier nachmittags ziemlich nach unten gegangen, erholt sich jetzt aber gerade wieder und ist so bei plus 5 Euro oder auch 0,11%. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ist Global Clean Energy nun an meiner, ja, an der ersten Position. Das liegt einfach daran, switchen wir mal gerade um auf die Übersicht hier, ja, dass ich mehr gekauft habe, und zwar für 14,75 Euro. Dadurch ergibt sich hier insgesamt ein Kaufwert von 14,02 Euro, da ich ja schon 20 Aktien hatte und dann noch 40 nachgekauft habe. Aber wie gesagt, gehen wir erstmal hier alles durch. Ja, dann habe ich Tarte Lifestyle and Wellness verkauft mit einem Minus von 20,73 Euro. Deutsche Cannabis AG, auch mit einem Minus. Dann Hive Blockchain Technologies, ein Plus. Realty Income nochmal nachgekauft. Alibaba mit einem Minus verkauft und GameStop gekauft. Auf die einzelnen, ja, Gründe gehe ich dann gleich nochmal ein. Und zwar hatte ich ja gestern schon gesagt, dass ich so ein bisschen meine Strategie ändern möchte und mir, ja, grundsätzlich eher höhere Positionen aufbaue, wie hier zum Beispiel bei dem Global Clean Energy. Der ist jetzt ungefähr 888 Euro wert insgesamt und so möchte ich das eigentlich in meinem ganzen Depot durchziehen, dass ich halt eher mehr für die Positionen ausgebe, aber dann nicht so viele habe, wie ich jetzt hatte. Also so einzelne Aktien wie McDonald's, wo sich das im Grunde genommen nicht mehr lohnt. Also das hatten ja auch einige in die Kommentare geschrieben und ja, ich finde das eigentlich auch sehr sinnvoll, deswegen werde ich das fortan so langsam umstellen. Ja, also mein höchster Depotwert bzw. mein ja, die größte Prozentzahl, die mein Portfolio ausmacht, ist hier der Global Clean Energy. Insgesamt jetzt mit 46,20 Euro im Plus. Ja, heute auch ganz gut performt. 3,04 Euro bislang, also 44 Cent. Das ist ja ganz gut. Wie gesagt, mein Buy-in liegt jetzt insgesamt bei 14,02 Euro. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Frag mich natürlich, wo die Reise noch hingehen mag. Ich denke mal, das wird ganz gut. Und den werde ich auf jeden Fall noch ja, ein bisschen länger behalten. Dann als nächstes Apple, heute ein kleines Minus, aber grundsätzlich auch bei plus minus 0. Ja, es ist hier in den Minusbereich gekommen, aber jetzt steigt es gerade wieder so ein bisschen an. Deswegen noch nicht, also man kann noch nicht ganz sagen, dass es heute ein, ja, ein Minuswert wird. Es sieht gerade so aus, als wenn es wieder steigen würde. Ja, aber insgesamt hier auch noch mit 6,31% im Minus. Dann Realty Income habe ich ja heute auch nachgekauft und das wollte ich auch auf jeden Fall nachkaufen, wo es noch unter 50 Euro je Aktie lag. Ich hatte ja auch noch ein paar Positionen, ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte, ich glaube 3 oder 4, und ja, dementsprechend heute insgesamt jetzt 12 Aktien mit einem Buy-in von 49,41 Euro. Realty Income ist ja eben ein monatlicher Dividendenzahler, was eben, also was auch sehr gut ist, finde ich.
Und hier, ich hatte ja letztens gesagt, dass die wahrscheinlich Mitte des Monats die Dividende zahlen, aber die wird am 29.01. ausgeschüttet und wird 19 Cent betragen pro Aktie. Ja, ich bin ganz zufrieden damit und heute hier ein kleines Minus insgesamt gemacht, 87 Cent. Ja, nachmittags dann hier nach unten gegangen, also wäre es wahrscheinlich besser gewesen, dass ich die hätte hier irgendwann gekauft, aber ja, ich hatte die, ich weiß gar nicht, irgendwann vormittags gekauft. Aber trotzdem, wie gesagt, ich wollte ja unter die 50 Euro bleiben und ja, das bin ich dann, also das war ich dann. Dann Stone Co. heute ein Plus von 1,6% bislang. Also es sind alles gerade Momentaufnahmen. Die Börse hat ja jetzt noch 4 Stunden auf. Aber grundsätzlich kann man eben immer sagen, dass sich das so bei dem Wert einpendeln wird. Ja, hier so einen kleinen Peak gehabt nach oben. Ja, da waren wir zwischenzeitlich bei plus 2,82%. Wie gesagt, ich bin mit Stone Co. super zufrieden. Hätte ich damals mal mehr gekauft. Aber bislang 212,78 € hiermit plus gemacht. Das finde ich natürlich super. Ja, dann GameStop. Ich habe GameStop heute kurz vor Beginn, also vor 15:30 Uhr gekauft, bevor die US-Börsen ja, geöffnet haben. Und dann sind sie auch erstmal ganz gut gestiegen. Also da war ich ein klein wenig im Plus. Also wie ihr hier sehen könnt, mein Buy-in lag ja bei 34,71 €. Aber dann deutlich nach unten gegangen und ich dachte mir schon so, oh Mann, das war schon wieder ein riesiger Fehler. Jetzt gerade wieder erholt. Ja, mal gucken. Also ich wollte versuchen, auf kurze Sicht hier ja, ein paar Gewinne hoffentlich mitzunehmen. Momentan 0,67% im Minus, was natürlich nicht so viel jetzt ausmacht. Ich bin gespannt. Also sie kratzen gerade hier an dieser Linie. Eben kurz im Plus gewesen wieder. Ja, ich bin gespannt und ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr die Aktie habt oder nicht. Das würde mich auch mal interessieren, was ihr davon haltet. Ja, ob ihr da vielleicht auf Long Term setzt oder auch nicht. Wie gesagt, schreibt das gerne in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Ja, dann Geely Auto. Heute eine super Entwicklung gehabt von 0,23%, beziehungsweise gut, so viel macht es jetzt eigentlich nicht aus. Aber sie sind wieder ins Plus gekommen. Also sie sind gerade im Plus, was mich natürlich sehr freut. Ja, hier bin ich noch mit 5 Cent pro Aktie im Minus. Das macht 4,20 € insgesamt aus oder 1,19%. Aber wie gesagt, Geely wollte ich eigentlich langfristig behalten. Und genau. Ja, dann Moderna. Da hatte ich heute schon überlegt, ob ich die auch verkaufe, weil ich ja wirklich einen sehr hohen Buy-in habe und ich nicht denke, dass dieser jemals wieder erreicht wird. Im Gegensatz dazu stehen hier natürlich diese Analystenmeinungen, wobei man, also das sage ich in den anderen Videos auch immer, nicht seine Meinung oder seine Entscheidung zum Kauf einer Aktie auf diesen Analystenmeinungen aufbauen sollte, da man natürlich nicht weiß, ja, was das für Leute sind und genau, generell finde ich es aber sehr interessant, was hier gesagt wird. Ich gucke mir das immer gerne an, aber natürlich richte ich meine Entscheidung jetzt nicht danach. Hier wird nämlich gesagt, dass die höchste Einschätzung bei 153 Euro liegt, was natürlich enorm viel wäre. Moderna liegt jetzt gerade bei 102,82 €. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich halte sie jetzt trotzdem mal noch. Heute 5,33% Minus gemacht. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. So langsam hat man auch irgendwie das Gefühl, also ich zumindest, dass man irgendwie so, also vielleicht kennt ihr das ja, dass man nicht so wirklich Bock mehr darauf hat, diese Aktie im Depot zu haben. Aber da muss man einfach geduldig sein und ja,
Ich warte jetzt noch ab. Ich hoffe, dass sie jetzt über die 110 steigt irgendwann mal und vielleicht verkaufe ich sie dann. Aber ich sehe da persönlich für mich auf lange Sicht jetzt nicht irgendwie ja etwas Erfolgreiches, dass das noch mal über meinen Buy-in-Wert kommen könnte. So, dann Jinko Solar, heute auch ein kleines Minus gemacht bislang. War ja also den ganzen Tag über eigentlich deutlich im Minus, jetzt dann nochmal zum Abend hin gestiegen und jetzt wieder ein klein wenig im Minus. Nel Azar, heute auch wieder schön gestiegen, 3,56%, macht 12 Cent pro Aktie aus und somit hier über 50% jetzt im Plus. AstraZeneca 0,35% gestiegen. Dann Intel auch wieder gestiegen, 2,43%. Ja, hier jetzt auch insgesamt mit 18,65% im Plus. The Very Good Food Company ein klein wenig gesunken. Palantir 1,85% gestiegen. Wir hatten hier teilweise am Tag 4,63% plus, war aber auch trotzdem bei diesem Wert noch nicht insgesamt mit meinen Aktien hier im Plus. Ja, insgesamt 7 Euro im Minus, macht jetzt auch nicht so viel aus. Mal gucken. Coca-Cola auch ein kleines Plus gemacht, 1% gut, aber wieder abgesunken, also unter 40 Euro. Ja, Microsoft steigt gerade schön an, 1,22% plus bislang, aber hier auch noch ein klein bisschen im Minus. McDonald's ein bisschen gesunken. Ja, dann Clean Power Capital, heute auch um 4% gestiegen, aber auch hier bin ich noch mit 3,22% im Minus. Wir hatten hier teilweise ja, 2,16 € pro Aktie. Das waren immer noch 3 Cent weniger als das, was ich jetzt bezahlt habe. Mal schauen. LTC Properties heute gesunken um 2,54%. Xiaomi wieder angestiegen, 3,36%. Walmart ist auch gesunken. Pepsi, ja, pendelt so um die Null rum. Cana One, auch so um die Null. Und ja, dann mein Knockout-Zertifikat wurde immer noch nicht ausgebucht. Ich frage mich, wie lange das dauert. Also da habe ich echt keine Ahnung von. Mal gucken. Also ich kann da auch nichts machen. Das wird halt automatisch gemacht. Und ja, ach, was noch vielleicht lustig zu beobachten war. Ich hatte ja gestern NetSense Technology verkauft, so. Ich hatte die ja. Und daraufhin sind sie heute natürlich um 35% angestiegen. Also ich glaube, es liegt ein Fluch auf mir. Aber so ist das eben an der Börse. Man kann es vorher natürlich nicht wissen. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja, deswegen wollte ich euch das auch nochmal sagen. So, ich hoffe, euer Tag war ganz gut. Ich hoffe, euer Portfolio hat sich gut entwickelt. Wie immer könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, wie gesagt, nochmal danke für 412 Abonnenten mittlerweile. Danke an jeden Einzelnen. Mich freut das total und wie gesagt, mich motiviert das auch total, neue Videos zu drehen. Und mir macht das eben unfassbar Spaß. Ja, ich bin natürlich noch ein Anfänger und lerne sehr viel dazu. Ich schaue auch selber sehr viele Finanz-YouTuber und hole mir da den einen oder anderen Trick oder versuche es zumindest, wie wahrscheinlich einige von euch. Ich kann immer nur meine Erfahrungen mitteilen oder vielleicht, dass ihr vielleicht also von meinen Fehlern lernen könnt. Das ist ja dann auch gut, Leute davor zu bewahren. Ja. Ansonsten war es das für heute und wir hören uns beim Video morgen wieder. Bis dann.